Mittlerweile ist die Falcon 9 so weit optimiert, dass es zack auf zack gehen könnte. Landen, auftanken und innerhalb von 24 Stunden wieder abheben. Die Kosten für den Raketenstart sollen zeitnah noch weiter gesenkt werden. Damit rückt Musks Version Vision immer näher die Besiedlung anderer Planeten. Was kann die neue Version der Falcon 9 Rakete wirklich und hat SpaceX damit tatsächlich eine Zeitenwende im Weltraum eingeleitet? Danke für diesen Hammer-Themenvorschlag von euch bei den Messengern und herzlich willkommen bei Klicks und Science in Fiction und den Elon Musk Chroniken. Kurz nochmal in eigener Sache, die Abo-Box ist ja für viele YouTuber ein Graus und sie wird immer gräuslicher. Ihr habt einfach keine Möglichkeit sicherzustellen, dass ihr erfahrt, wenn ein neues Video online geht. Und das gilt auch in abgeschwächter Form für die Glocke. Deshalb meine Bitte an mich und vor allem in eurem Interesse, folgt mir auf WhatsApp oder den anderen Messengern. Nur da verpasst ihr garantiert kein Video mehr. Ja, wir reden hier immer wieder über Elon Musk und sein Raumfahrtunternehmen SpaceX. Eine seiner größten Schöpfungen ist wohl die Falcon 9 Rakete. Sowohl der Amazon-Gründer Jeff Bezos als auch Elon Musk wollen die Kolonisierung des Sonnensystems ermöglichen. Musks Big Falcon Rocket, die BFR, so etwa in 4 Jahren zum ersten Mal bemannte Raumflüge im inneren Sonnensystem möglich machen. Beide Männer kann man tatsächlich als Pioniere bezeichnen, denn sie arbeiten daran, Verkehrsmittel zu konzipieren, die eines Tages Massen an Menschen in den Weltraum befördern könnten. Im Mai dieses Jahres erfolgte dazu der nächste Schritt. Mit der Falcon 9 Block 5 von SpaceX war zum ersten Mal überhaupt eine Rakete gestartet, die ohne aufwendige Instandsetzung erneut abheben konnte. Und noch vor ihrem Start hatte Elon Musk den Preis für die Rakete von 62 Millionen US-Dollar auf 50 Millionen gesenkt. Der volle Preis ist nur von denen noch zu zahlen, die eine komplett neue Falcon 9 bestellen. Und langfristig plant Musk, die Kosten immer weiter zu senken, bis der Preis irgendwann bei 5 Millionen Dollar pro Start liegt. Möglich wäre das, wenn die meisten Bestandteile der Rakete wiederverwendet werden und dieser angepeilte Preis ist echt wow, denn der Preis einer vergleichbaren Ariane 5 von Ariane Space aus Europa, dafür müssen Interessenten etwa 180 Millionen US-Dollar hinlegen. Wirtschaftlich gesehen klingt das auf den ersten Blick vielleicht kurios. Warum sollte Musk alle anderen Konkurrenten noch weiter unterbieten, wenn er doch eh schon mit Abstand den besten Preis anbietet? Aber wie eben schon gesagt, Musks langfristige Pläne sind es, Menschen ins All zu bringen und das in etwa so alltäglich zu machen, wie wenn wir uns heutzutage mit aller Selbstverständlichkeit ein Taxi rufen, um von A nach B zu kommen. Er ist von seiner Sache fest überzeugt, damit die Menschheit den dritten Weltkrieg überleben kann, muss es möglich sein, auf anderen Planeten zu siedeln. Oder Stephen Hawking meinte ja, um die Klimakatastrophe zu überleben. Eine Reise zum Mars soll Musks Vision zufolge schon in wenigen Jahren erschwinglich sein. Ein Ticket soll demnach 100.000 US-Dollar kosten. Ja. Alles fing im Juni vor 8 Jahren an. 2010, damals war die erste Falcon 9 Rakete gestartet. Seitdem wurde sie immer weiter optimiert. Jetzt hat die Rakete fast die doppelte Masse und kann zudem mehr als die doppelte Nutzlast transportieren. Der große Punkt, die Raketen sind ja wiederverwendbar und zwar ziemlich komplett. Die Falcon 9 Block 5 ist laut SpaceX die endgültige Version der Rakete, bis dann etwa 2020 die BFA folgen soll. Im Mai war die Falcon 9 in den Orbit gestartet und hatte den ersten Satelliten abgeliefert, der für Bangladesch gestartet war. Das Ziel ist eine Flugpause von nur 24 Stunden. In diesem Zeitraum soll aufgetankt werden und die Nutzlast befestigt werden. Eine Generalüberholung gibt es erst nach ungefähr 10 Flügen. Das heißt, jetzt wurden alle Bauteile so optimiert, dass das zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt möglich ist. Zu den größten Veränderungen an der Rakete gehören beispielsweise das verschraubte Octaweb. Diese Struktur, an der die neuen Triebwerke befestigt werden, wird bei dieser neuen Version nicht mehr verschweißt. So fällt eine aufwendige Inspektion der Schweißnähte weg. Und neu konstruiert zudem ist der Hitzeschild am Rand der unteren Stufe. Er muss jetzt nicht mehr lackiert werden. Wertvolle Zeit wird also gespart. Preiswerte Raketen braucht Elon Musk aber noch aus einem anderen Grund. Denn bis ins Jahr 2027 will er mehr als 4.400 Satelliten in flache Umlaufbahnen bringen. Langfristiges Ziel sind weitere 7.000, die dann alle einen superschnellen Internetzugang weltweit ermöglichen sollen. 10 Milliarden US-Dollar werden für die Platzierung der Satelliten kalkuliert. Weitere Kosten für Wartung sind da noch nicht eingerechnet. Und genau das ist Musks zweites Motiv für seinen Plan, preiswerte Startkosten
Kosten für Raketen möglich zu machen, um das nächste Riesengeschäft zu starten. Viele andere Unternehmer sind an solchen Mammutprojekten gescheitert, Elon Musk bisher noch nicht. Wenn ihr kein Video zu Elon Musks Raketenplänen und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp und den anderen Messengern. Nur dann verpasst ihr kein Video. Die Abo-Box auf YouTube, die ist ja immer ziemlich lückenhaft. Über die Messenger erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Einfach hier draufklicken. Und zur Begrüßung habe ich ein kleines Goodie. Und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da erfahrt ihr das Neueste aus der Social Media Welt. Aktuell die Anhörung von Mark Zuckerberg vor dem Europäischen Parlament. Dafür hier klicken und nicht die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, dem Start der Falcon Heavy live hier auf Klicksum. Ja, das war der absolute Wahnsinn. Wer es noch nicht gesehen hat, ansonsten bis dann. Bleibt dran.